General Eisenhower, der Oberkommandierende der Atlantik-Pakt-Streitkräfte, inspizierte die alliierte Armee in Westdeutschland. Es war die erste Truppeninspektion des Oberbefehlshabers seit Übernahme der Befehlsgewalt über die westliche Verteidigungsstreitmacht. In Norddeutschland besichtigte General Eisenhower Einheiten der britischen Rheinarmee. In der Nähe von Koblenz wohnte der Oberbefehlshaber einem Manöver der französischen Besatzungstruppen bei. Infanterie, Artillerie, Pionier- und Panzereinheiten waren daran beteiligt. Am letzten Tage seiner Inspektionsreise durch Westdeutschland besichtigte General Eisenhower verschiedene Einheiten der US-Armee. Düsenjäger stiegen zu einer großen Luftübung auf. Vor der Abreise nach seinem Hauptquartier in Paris äußerte sich General Eisenhower befriedigt über den Ausbildungsstand der alliierten Armee in der Bundesrepublik.